Hallo, ich heiße Wille und dieses Programm heißt Eine Sommerreise am Polarkreis. Ich werde den Norden Russlands durchqueren und dabei Völker und Natur kennenlernen. Oh, da kam wohl ein anderes Boot noch. Ich bin auch schon früher durch Russland gereist, aber jetzt nehme ich mir das allergrößte Abenteuer vor. So viel Angst hatte ich schon lange nicht mehr. Ich werde zu Land, zu Wasser und in der Luft gewaltige 6000 Kilometer zurücklegen. Von Murmansk bis zur Beringstraße. Ein waghalsiges Abenteuer. Willkommen zur Reise. Preiselbeeren. Hier gibt's sie. Sind das Preiselbeeren? Wer kennt sich aus Ossi? Sind das Preiselbeeren? Vor 2 Tagen begann meine Reise an der finnisch-russischen Grenze. In Murmansk konnte ich den Atomeisbrecher Lenin besichtigen. Ich verbrachte den Abend mit Geschäftsleuten, die einem Motorradclub angehören. Und am Lowosserosee wurde ich Teil eines Bärentanzes. In der Nacht darauf bin ich mit der Kirovbahn gen Süden gereist. Und von jetzt geht es mit dem Schiff weiter. Willkommen auf den Solowjetski-Inseln. So ein tolles Mädchen. Am frühen Morgen komme ich in der Stadt Kemi an der Weißmeerküste an. Das Frühstück am 3. Reisetag nehme ich in einem bescheidenen Gasthaus ein. Im Sommer füllt sich die kleine Stadt Kemi mit Touristen, die zur Klosterinsel Solowjetski wollen. Wegen der großen Nachfrage sind die Passagierschiffe bereits ausgebucht. Um nach Solowjetski zu kommen, muss ich mir ein Boot mieten. Das Weiße Meer. Ein sonderbarer Ort. Der Gezeitenunterschied macht hier bis zu 3 Meter aus. Das Meer ist also immer in Bewegung. Mit ein bisschen Glück kann man hier einen Weißwal sichten. Das Wetter ist sehr unbeständig. Das ist also das Weiße Meer. Die schiffbare Zeit auf dem Weißen Meer dauert von Juni bis Oktober. Im Winter werden Flugzeuge eingesetzt. Die Natur ist vielseitig. Dutzende von Fisch- und Seevogelarten sind in dieser Eismeerbucht zu Hause. Der Weißwal oder Beluga kommt im Sommer in das warme Weiße Meer, um sich zu paaren und zu gebären. Die 6 Solowjetski-Inseln bilden die größte Inselgruppe im Weißen Meer. Sie gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Klosterinsel von Solowjetski wird jährlich von Zehntausenden Pilgern heimgesucht, die Russlands höchste Kirche bewundern wollen. Nach einigen Stunden erscheint am Horizont das Bild, das auch auf dem 500-Rubelschein zu sehen ist. Die Klosterburg Solowjetski. Sieht schön aus von hier aus. Das Kloster wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts gegründet. In seiner turbulenten Geschichte wurde es oft belagert, bombardiert und erobert. Während der sowjetischen Herrschaft nahm der Staat das Kloster in Besitz. Seit den 1990er Jahren wohnen wieder Mönche hier. Mich interessiert, weshalb seinerzeit auf dieser abgelegenen Insel ein Kloster gegründet wurde. Die Moskauer Kirchenverwaltung hat versprochen, dass der Leiter des Klosters mich empfangen würde. Ich muss sagen, es ist unglaublich schön hier. Das finde ich auch. Können wir ein wenig herumlaufen und uns umsehen? Bitte sehr, natürlich.
Warum hat man damals beschlossen, ausgerechnet hier ein Kloster zu bauen? Geht von dem Ort eine besondere Energie aus? Die Heiligen Sasima und Savatthi suchten damals nach einem Ort für ein Kloster. Sie waren die Ersten, die sich hier niederließen. Dabei folgten sie, wie wir sagen, dem Ruf Gottes. Sie handelten nach seinem Willen. Sie gingen einfach, wohin ihr Herz sie führte, und ließen sich nieder. Sie waren allerdings auch sehr erfahren. Sie stammten aus dem Norden und kannten sich mit der hiesigen Natur und auch mit Holz gut aus. Dennoch haben sie kein besonderes Gebäude errichtet. Sie hatten praktisch nur eine Waldhütte aus Reisig. So hat es angefangen. Wie ist es hier im Winter, wenn der Wind pfeift? Der Winter ist für uns eine besonders spirituelle Zeit, auf die wir uns freuen. Der Sommer ist mit viel Arbeit verbunden, vor allem wegen all der Gäste, die wir hier empfangen und wegen der Pilger. Wir wissen natürlich, dass das eine heilige Sache ist. Aber es ist auch sehr arbeitsintensiv und so bleibt weniger Zeit zum Beten, zum Alleinsein mit Gott, für geistliche Lektüre. Im Winter kommen keine Pilger. Dann verbringen wir die Zeit hauptsächlich mit Gottesdienst und Andacht. Natürlich haben wir auch sonst noch zu tun. Wir müssen ja alles instand halten. Aber es ist viel weniger als im Sommer. Und wir haben dann viel mehr Zeit für geistliche Angelegenheiten. Was war hier zu Sowjetzeiten? Doch kein Kloster, oder? Nein, kein Kloster. Hier wurde das sogenannte Solowetzki-Lager zur besonderen Verwendung errichtet. Genau auf dem Klostergelände? Auf dem Gelände des Klosters und aller Einsiedlerklausen. Erst seit 1992 gibt es hier wieder ein Kloster. Ich weiß ja nicht, aber ich denke mir, die Kirche steht doch für gute Worte und guten Willen. Und dann diese Lager. Musste der Ort nicht irgendwie davon gereinigt werden? Wissen Sie, zur Zeit der Lager sind hier teilweise Dinge geschehen, die man geradezu als einen Sieg des Christentums bezeichnen kann. Das hier war nicht irgendein Lager. Sehr viele Bischöfe und Priester wurden hierher gebracht. Es waren sehr viele Christen hier, sowohl einfache Gläubige als auch Geistliche. Sie zeigten sich genauso standhaft wie vor langer Zeit die Märtyrer. Sie sagten sich nicht vom Glauben los, obwohl sie dadurch bessere Haftbedingungen gehabt hätten. Oder vielleicht sogar freigekommen wären. Oder gar nicht erst ins Lager hätten kommen müssen. Von daher bedurfte es keiner Reinigung. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Entschuldigung, ich wollte nicht. Es war nur eine Frage. Dieser Ort strahlt Heiligkeit aus. Vater Januari hat mich eingeladen, den Gottesdienst zu besuchen. Nach der Oktoberrevolution im Jahre 1917 änderte sich das Klosterleben von heute auf morgen. Im Kloster wurde ein Arbeitslager für politische Gefangene gegründet. Im Laufe von 16 Jahren kamen dort etwa 50.000 Gefangene ums Leben. In den vergangenen 60 Jahren nach dem Gefangenenlager wurde die Festung restauriert. Die Arbeiten dauern noch immer an. Der Glaube hat in diesem Land eine erstaunlich große Macht. Siebzig Jahre lang war Religion verboten. Doch jetzt ist sie wieder auferstanden und stärker als zuvor. Beten soll für den Menschen angeblich gut sein.
Es hilft dabei, zur Ruhe zu kommen und nachzudenken. Ich will mehr wissen über die düstere Geschichte der Insel und treffe mich mit dem Schriftsteller Juri Brodsky. Er ist der Geschichte der Straflager nachgegangen. Brodsky will mich auf dem höchsten Punkt der Insel, dem Sikirnaja-Hügel, treffen. Zum Berg Sikirnaja. Der Donner ruft, da lang. Die Besonderheit dieser 1862 erbauten Kirche ist der Turm, der als Leuchtturm dient. Unter dem Kreuz befinden sich die Linsen des Leuchtfeuers. Beim Aufstieg auf den Hügel ziehen Gewitterwolken auf und die Natur verdüstert sich. Guten Tag. Am Himmel grollt es schon. Das kann uns nur recht sein. Ja, sicher. Sagen Sie bitte, was hat es mit diesem Ort auf sich? Man bekommt ja Angst hier. Aus irgendeinem Grund wird mir richtig bange. Ihre Reaktion ist ganz richtig. An dieser Stelle nimmt die Geschichte der Solowezki-Inseln und des hiesigen Klosters ihren Anfang. 1429 überfielen hier zwei Jünglinge, die von ihrer Erscheinung her an Engel erinnerten, die Frau eines karelischen Fischers und verprügelten sie. Dabei verkündeten sie, dass das Land künftig Mönchen gehören werde und die hier lebenden Menschen es zu verlassen hätten. Und deshalb wurde hier eine Kirche errichtet. Zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde die Kirche errichtet. Und die Legende davon, wie die unschuldige Frau geschlagen wurde, hat die gesamte Geschichte der Solowezki-Inseln mitgeprägt. Welchem Glauben hingen die Menschen hier zuvor an? Sie waren Heiden. Obwohl, eigentlich weiß man es nicht genau. Diesen Ort umgibt viel Ungewöhnliches, vor allem in energetischer Hinsicht. Wenn jetzt das Gewitter kommt... Nein, das zieht an uns vorüber. ...werden Sie sehen, dass die Blitze immer genau im Berg Sikirnaja einschlagen. Wenn man das vom Weltall aus aufnimmt, sieht die Region auf dem Bild orangefarben aus. Ringsum ist der Himmel grau-blau, hier aber orangefarben, weil hier Energie freigesetzt wird. Irgendein energetisches Feld. Gut, hier haben Heiden gelebt. Dann kam der orthodoxe Glaube, schließlich die Sowjetunion. Und was war dann? Viele Menschen waren Gefangene im Solowezki-Kloster. Das war ein Gefängnis? Das ist es ja gerade. Die Gefängnisse waren tatsächlich direkt im Kloster untergebracht. Und was war da so schrecklich? Wurden die Insassen geschlagen? Das auch. Aber vor allem wurden sie moralisch gefoltert. Moralisch, verstehe. Man ließ sie auch frieren und hungern. Hier hat man in den 1920er Jahren ein Rundbeet angelegt. Es ist fast nichts davon übrig geblieben, nur dieser Kreis. Sie brachten je 5 Gefangene an diesen Ort. Wir sind jetzt zu 4 hier. Und dann schossen die Wärter von dort in unsere Richtung. Die Erde, auf der wir gerade stehen, ist blutdurchtränkt. Daran gibt es keinen Zweifel. Es gibt viele Zeugen. Moment mal, hier wurden Menschen erschossen? Ja, genau. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Zur Sowjetzeit wurden Gefangene getötet. Weiter unten gab es Gruben, da hat man sie anschließend hingebracht. Das Ganze war völlig unlogisch, weil man dann die Leichen erst wieder herausziehen musste, um sie fortzuschaffen. Das war alles ganz unsinnig. Aber genau hier, wo damals die Frau geschlagen wurde, fanden später Massenmorde statt. All das ist genau hier passiert. Allerdings weiß das kaum jemand. Hier finden Führungen statt, aber diese Dinge werden nicht erzählt.
Hier in dieser Kirche waren sowohl im unteren als auch im oberen Geschoss Arrestzellen untergebracht. Es war ein Gefängnis innerhalb des Lagers. Sie haben die Menschen gezwungen, auf Stangen zu sitzen. Das wurde hier im Solowetzki-Lager erfunden. Die Menschen mussten 18 Stunden lang auf diesen Stangen sitzen. Wenn du das durchhältst, hat man ihnen gesagt, dann bleibst du am Leben. Aber natürlich hielt das niemand durch. Natürlich sind sie alle heruntergefallen. 18 Stunden lang? Ja, sie sollten 18 Stunden lang stumm dasitzen. Das war sinnlose Folter, ohne Sinn und Zweck. Aber das ist wirklich so passiert. Es existieren noch Berichte von Kommissionen, die das alles kontrolliert haben. Wo waren denn da die Mönche? Als das Lager entstand, beantragten vor allem die jüngeren Mönche bei der Verwaltung, im Lager bleiben und mitarbeiten zu dürfen. Diese 112 Männer blieben also im Lager. Sie dienten Gott und zugleich der Geheimpolizei. Sie trugen eine Lageruniform, Feldblusen und Hosen im Reithosenschnitt. Es gibt ein Foto, auf dem sie in dieser Uniform auf Pilzsuche gehen. Ihr Wunsch in dieser Situation, um jeden Preis zu überleben, ist tragikomisch. In mancher Hinsicht komisch, aber letzten Endes doch äußerst tragisch. Später wurden sie ebenso vernichtet wie alle anderen. Aber heute will man im Kloster von all dem nichts mehr hören. Wenn man damit anfängt, macht man sich unbeliebt. Ich höre ihnen zu und bin irgendwie verwirrt. Ich befinde mich an einem Ort, an dem Menschen gequält, geschlagen und ermordet wurden. Und genau da steht auch eine Kirche. Eine Kirche ist nicht die schlechteste Art, an Menschen zu erinnern. Das sage ich ja nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Die Menschen müssen irgendwie sehen, wie sie zurechtkommen. Sie haben gar keine Zeit, sich mit allem zu befassen, was geschieht. Und so treten wir immer wieder auf den Rechen, der uns dann ins Gesicht schlägt. Wir schaffen es nicht, immer gut zu sein. Wir alle sind schuldig. Aber wir müssen Reue zeigen und sagen, ja, das war schlecht und wir werden so etwas nie wieder tun. Wurden auf die Insel gebracht. Die Hälfte von ihnen fand hier den Tod. Tuolla. Solowetski vankilassa on ollut monta ihmiskohtaloa. Das Straflager Solowetski war das Schicksal vieler Menschen. Jo Venäjän aikaan. Myös neuvostoaikaan. Vor und auch nach der Revolution wurden die gefährlichsten Gefangenen hierher geschickt. Intellektuelle wurden als hochgefährlich eingestuft. Also kamen Schriftsteller, Künstler und all jene hierher, die als Gefahr für die Gesellschaft galten. Damals meldeten sich 112 Mönche zur Arbeit. Das sagt auch etwas über das Christentum aus. Schwer zu sagen, was an diesen Geschichten dran ist. Jeder hat seine eigene Vorstellung von der Geschichte Solowjetskis. Eins ist jedoch klar: Unter unseren Füßen ruhen Tausende von unschuldigen Gefangenen. Die Energie, die ich bei meiner Ankunft noch verspürt habe, ist tiefer Trauer gewichen.
Heute will ich die Bewohner von Solowjetski kennenlernen. Mascha, die Besitzerin des Souvenirladens, hat mich eingeladen. Mich interessiert, wie die Anwohner zu dem Kloster und seiner widersprüchlichen Geschichte stehen. In Russland gehört es zum guten Ton, bei Besuchen Süßigkeiten mitzubringen. Здрасте. Я Вилли. Das Gesicht kenne ich doch. Ich heiße Mascha. Sehr erfreut, Mascha. Sie haben ja ein interessantes kleines Haus. Sie sprechen aber gut Russisch. Ja, ich kann Russisch. Ein interessantes Haus haben Sie. Das ist schon alt. Was machen Sie hier so? Wir wohnen hier schon immer. Ach ja? Sie stammen von hier? Ja, in meinem Pass steht als Geburtsort Solowjetski-Inseln. Dürfen wir reinkommen? Ja, gerne. Wir haben schon Tee gekocht. Gut, und ich habe was Süßes mitgebracht. Wunderbar. Gehen wir. Bitte. Russland. Russland, ja. Wir sind hier. Und wir fahren hier... Hier entlang bis hier. Da würde ich gerne mitfahren. Sie haben vielleicht ein Glück. Das finde ich auch. Überhaupt habe ich im Leben viel Glück gehabt. Vielleicht fahre ich diese Route auch irgendwann mal. Wollen wir uns an den Tisch setzen? Ich nehme Ihnen das mal ab. Das ist Sonja. Wie geht's, Sonja? Ganz gut. Das ist der berühmte finnische Schauspieler Wille. Wie alt bist du denn? 7. 7? Was möchtest du trinken? Vielleicht etwas Milch aus dem Dorf? Nee, ich mochte die schon als Kind nicht. Milch ist aber gesund. Die ist gesund? Ja. Wirklich? Aber ich mochte sie schon als Kind nicht. Keine Ahnung warum. Tee? Kaffee? Trinkst du gern Milch? Ja. Ja? Trinkst du jeden Tag Milch? Ja. Das machst du richtig. Es ist gut, dass du Milch trinkst. Ich möchte weiße Zähne und starke Knochen haben. Du weißt ja richtig gut Bescheid. Wie lebt es sich hier auf den Solowjetski-Inseln? Jetzt im Sommer kommen ja viele Touristen. Aber wie sieht es im Winter hier aus? Manche betreiben Landwirtschaft. Die sind natürlich an den Ort gebunden und können im Winter nicht alles stehen und liegen lassen. Andere arbeiten in Einrichtungen, die das ganze Jahr über weiterlaufen. Im Kraftwerk, im Krankenhaus, an der Schule und so weiter. Die bleiben natürlich auch alle und gehen ihrer Arbeit nach. Ein Teil der Einwohner fährt im Winter aufs Festland, der andere Teil bleibt. Im Winter sind hier viel weniger Menschen. Wer bleibt, hat dann mehr Raum und mehr Natur für sich. Und somit auch mehr Möglichkeiten, die Solowjetski-Inseln für sich zu erkunden. Verstehe. Und wie ist das? Gibt es hier besondere Energien? Ja, natürlich. Sie sind ja hier geboren. Ja, aber ich habe auch in der Stadt gelebt, bis mir irgendwann klar wurde, dass es mir hier besser geht. Ich gehöre hierher. Warum? Es ist einfach so. Ich spüre das. Die Insel bietet in konzentrierter Form alles, was der Mensch braucht. Es ist eine Welt en Miniatur. Ja, eine Welt en Miniatur. Jura weiß genau, was ich meine. Hier ist mal eins mit sich selbst. Dieses Gefühl ist mir von kleiner vertraut. Stimmt, genau. Wenn man nach Moskau fährt, kommt man ganz durcheinander, bis man den eigenen Namen nicht mehr weiß. Da fragt man sich, wie man das alles bewerkstelligen oder auch nur von der einen U-Bahn-Station zur nächsten gelangen soll. Für mich ist das eine einzige Katastrophe. Ich weiß genau, was Sie meinen. Ich wohne in Moskau. Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe an der Stadt noch nie was Gutes gefunden. Aber ich wollte noch was zu dem Lager fragen. Ein schrecklicher Ort. Ein schrecklicher Ort. Für mich ist das, ich begreife es einfach nicht. In der Religion scheint so viel Härte zu liegen.
Ich weiß nicht recht. Tatsächlich werden über die Lager jede Menge fragwürdiger Geschichten erzählt. Sogar von den Menschen, die sich noch selbst an all das erinnern können. Die also Augenzeugen waren. Ja, ja, ich weiß schon. Obwohl es von ihnen nur noch wenige gibt. Oder mittlerweile gar keine mehr. Vor gar nicht allzu langer Zeit konnte man noch mit ihnen reden. Und zwei Menschen, die dasselbe durchgemacht haben, und zwar vielleicht sogar am selben Ort, haben ganz unterschiedliche Erinnerungen. Schon klar. Das menschliche Gedächtnis ist eben so. Ja, genau, das ist es. Darum ist es heute sehr schwierig, die Geschichte zu rekonstruieren. Alle schreiben Erzählungen oder ganze Bücher. Vielleicht sollte man das gar nicht. Genau, sondern nur das Geschehene ein für alle Mal begreifen und lernen, es anzunehmen. Die Solowetzki-Inseln sind eine Welt für sich mit all den Geschichten, die sie umgeben. Man sollte sie nicht einseitig auf etwas festlegen, weder auf die Tradition der Orthodoxie noch auf geschichtliche Aspekte. Die Solowetzki-Inseln, das ist Natur. Das sind unbekannte Fakten, die man den Menschen hier am Originalschauplatz näher bringen kann. Ich habe noch immer keine klare Antwort auf die Fragen erhalten, die mich gerade beschäftigen. Es scheint so, als schauten die Bewohner lieber nach vorne als in die Vergangenheit. Am Ende unseres Gesprächs will Sonja mir ihr Zimmer zeigen. Guten Tag. Ist das deine Schwester? Ja. Hallo, ich heiße Willi. Das ist Elisabetta. Die ist 14. Ja? Ja. So alt schon? Das ist nicht alt. Nicht? Nein, sie ist ganz jung. Hast du etwa eine Barbie-Puppe? Wer ist denn das? Das sind Meerjungfrauen. Meerjungfrauen? Die sind aber schön. Hast du schon mal eine Meerjungfrau gesehen? Im Meer? Im Meer? Nein. Nein? Das sind doch Puppen, wie aus dem Märchen. In Wirklichkeit gibt es keine Meerjungfrauen. Vielleicht gibt es im Meer aber doch welche. Nein? Kannst du ein Gedicht aufsagen? Ein Gedicht? Миленькой ты мой, возьми меня с собой. Так в том краю далеком я буду тебе женой. Милая моя, взял бы я тебя. Так в том краю далеком есть у меня жена. Миленькой ты мой, возьми меня с собой. Так в том краю далеком я буду тебе чужой. Милая моя, взял бы я тебя. Так в том краю далеком чужая ты мне не нужна. Zum Abschluss meines Besuchs gehe ich in Marschas Laden, um Souvenirs zu kaufen. Wenn jeder in der Welt je ein Fädchen gibt, bekommt der Arme ein Hemd. Ein russisches Sprichwort. Ist das aus Knochen gemacht? Das ist aus Rentiergeweih. Ah, verstehe. Den Becher kann man so zu einem Anhänger zusammenfalten. Hier gibt es Trinkbecher im Lederetui. Das wird dich an die Inseln erinnern. Ich kaufe dir so einen. Das ist ein Kompass. Und das ist noch nicht alles. Wenn man solch ein Geschenk kauft, solche Trinkbecher, bekommt man zusätzlich noch einen Kompass. Sonja, ich danke dir ganz herzlich. Du bist ein tolles Mädchen, wirklich. Wachs ordentlich, werde groß und schön. Zusätzlich zum Mönchskloster und den Straflagern gibt es auf den Inseln noch eine weitere interessante Geschichte. Ich habe gehört, dass es auf der nahen Insel Sajatski Steinlabyrinthe gibt, die mir Oleg zeigen will, der sie jahrelang erforscht hat. Wir sind auf dem Weg nach Sajatski. Dort gibt es so ein Labyrinth. Es ist schwer zu sagen, wie es dorthin kam, was es dort soll und was es bedeutet. Schauen wir es uns an. Hier ist unser Reiseführer. Здрасте. Привет. Приветствую.
Wie lange fährt man dahin? 15 bis 20 Minuten. Ist das Meer ruhig? Ja. Was gibt es da zu sehen? Ein Labyrinth? Ja. Wozu soll das gut sein? In einem Labyrinth verläuft man sich doch nur. Wille, du weißt ja gar nicht, wie die Labyrinthe hier im Norden aussehen. Stimmt, ich habe gar keine Ahnung. Weil du Europäer bist und wie alle Europäer denkst du, ein Labyrinth ist ein System aus Sackgassen und Kreuzungen. Aber diese Labyrinthe sind so konstruiert, dass du hineingehst, alle Windungen durchläufst und an derselben Stelle wieder herauskommst. Es ist nämlich eine auf eine bestimmte Art und Weise angelegte Spirale. Jeden Tag lernt man was Neues. Na, dann fahren wir mal hin. Das machen wir. Um die Herkunft des Namens Sajatski ranken sich viele Geschichten. Einer Geschichte zufolge stammt der Name von dem russischen Satz Eier holen ab, weil man sich von der Insel Vogeleier holte. Auf Finnisch heißt sie Jänisaari. Wörtlich die Haseninsel. Auf der unbewohnten Insel wurde im 18. Jahrhundert eine Kirche gebaut. Doch als heiliger Ort galt sie schon seit Jahrtausenden. Woraus ist das Labyrinth gebaut? Aus Stein. Es ist in einer spiralförmigen Struktur angelegt, die nur etwa 30 bis 50 Zentimeter hoch ist. Und wer hat das angelegt? Die wissenschaftliche Bezeichnung lautet Protosamen. Das sind die Menschen, die vor den Samen hier gelebt haben. Wer waren sie? Es gibt keine Schädelfunde. Diese Menschen haben ihre Toten verbrannt, deshalb gibt es keine Funde. Das macht eine nähere anthropologische Bestimmung unmöglich. Also menschliche Vorfahren, die vor uns gelebt haben? Ja. Im zweiten Jahrtausend. Also über 3000 Jahre vor uns. 3000 Jahre? Sogar etwas mehr, fast 4000. Das ist ja richtig lange her. Kann man so sagen. Zeit genug, um ganz schön alt zu werden. Vorsicht, Stufen. Hier ist der Eingang. Wenn man das Labyrinth komplett durchläuft, kommt man hier auch wieder raus. Du gehst hinein, links oder rechts spielt keine Rolle. Du folgst nur der Spirale und kommst wieder raus. Das dauert aber seine Zeit, Wille. Die Spirale ist so angelegt, dass sich ein Weg von vielen Metern Länge ergibt. Wie viele sind es denn? Etwa 120 bis 130 Meter. Welche religiöse Bedeutung hatte dieses Labyrinth? Was bedeutet dir das Kreuz in der Religion? Ganz ehrlich? Gar nichts. Na siehst du, es gibt aber Gläubige, denen das Kreuz ganz wichtig ist. Natürlich, keine Frage. Und so gab es damals Gläubige, denen das Labyrinth ganz wichtig war. Als ein Symbol für das Einssein mit etwas. Heute, im Christentum, im Islam, geht es auch um genau diesen Gedanken. Sind die Menschen in dem Labyrinth herumgelaufen? Ja, sie haben in ihm getanzt und komplizierte Bewegungen ausgeführt. Es ist schon kompliziert genug, nur hindurchzugehen. Versuch mal dabei auch noch zu tanzen. Ein Mensch, der diese Kreise durchlief, hat dabei vielleicht ständig an einen guten Fischfang gedacht, weil er daran glaubte, dass sein Wunsch auf diese Weise in Erfüllung ginge. Warum habe ich von all dem noch nie gehört? Keine Ahnung, warum du davon nichts weißt. Bei euch in Finnland gibt es rund 150 dieser Dinger. Bei uns? Und in Schweden 300, in Norwegen etwa 20. Also, willst du dich noch weiter umsehen? Ja, gehen wir. In der Nähe gibt es noch mehr solcher Labyrinthe. Oleg bringt mich zum höchsten Punkt der Insel, wo ein gewaltiger Steinhaufen liegt. Die kleineren Steinhaufen hält man für Hünengräber, die 4000 Jahre alt sind. Wunderschön ist das. Aber stammt es nicht eventuell aus jüngerer Zeit? Nein. Im Prinzip könnte doch jeder hierher kommen, Steine anordnen und behaupten, dass... Nein, das ist unmöglich. Wie du siehst, wachsen auf den Steinen Flechten, stimmt? Ganze Kolonien von Flechten wachsen da. Grün, wie Salat. Ja. Diese Flechten brauchen bis zu 4-5000 Jahre, um so zu wachsen. Wie bitte? Bis zu 4-5000 Jahre.
So lange dauert es. Ja, die Kolonie wächst nach und nach heran. Zuerst ist sie ganz klein, dann breitet sie sich aus, um nicht mehr als 200 Quadratmillimeter pro Jahr. Sie bringen mich ganz durcheinander. Verstehst du jetzt? Jeder Fachmann, der sich mit so einem Steinhaufen befasst, sieht sofort, wie die Flechten gewachsen sind. Pass auf, ich gebe dir mal so einen Stein. Sieh mal, der Stein hat hier so gelegen, stimmt's? Von oben ist er mit Flechten bewachsen, von unten nicht. Also das hier auf dem Stein, diese Flechte, wächst im Jahr 2000stel Millimeter. Es hat also 4000 Jahre gedauert, bis auf diesem Stein so viel gewachsen ist. Hier auf der Rückseite wächst nichts. Nur auf der Oberseite verbreiten sich die Flechten. Wenn man den Stein umdrehen würde, würde die Flechte aufhören zu wachsen und schließlich absterben. Deshalb war es möglich, das Alter dieser Steinhaufen zu bestimmen. Also etwa 4000 bis 5000 Jahre. Wenn ich anfange, mit diesen 0,00002 Millimeter zu rechnen, keine Ahnung. Es muss also sehr lange her sein. Die schöne, doch karge Natur der Sajatski-Insel lässt mich verstummen. Ich könnte dem stürmischen Meer und Olegs Erzählungen noch stundenlang zuhören. Das russische Alphabet hat 33 Buchstaben. Die Weißwale haben 83 Laute. Ihre Sprache ist also reicher an Lauten als unsere. Nur übersetzen können wir sie nicht. Stimmt. Meine Güte, was ich hier alles lerne. Ist doch toll. Ich fahre herum und bekomme so viel zu sehen. Ich bin ein einfacher Kerl vom Dorf. Darum ist das alles für mich ganz wunderbar. Es ist an der Zeit, den Solowjetski-Inseln Lebewohl zu sagen. Auf der Fahrt über das Weiße Meer komme ich mir sehr klein vor. Zurück auf der Hauptinsel will Mutter Natur noch ihre Macht zeigen. Bei der Gelegenheit dürfen wir erleben, wie schnell das Wetter am Weißen Meer umschlagen kann. Hier sind wir. Der Himmel ist bewölkt. Dort steht ein Hubschrauber. Wir sollten weiter. Komisch, dass wir fliegen. Dieser Hubschrauber hat nicht mal ein Navi. Man muss nach Sicht fliegen. Doch bei diesem Wetter kann man nicht starten. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als zu warten. Bald ist es soweit. Gegen Abend regnet es immer noch und wir müssen einsehen, dass es heute nichts mehr wird mit der Weiterreise. Der Hubschrauber fliegt nicht. Auch die anderen fliegen nicht. Und deshalb gibt es im Hotel keine freien Zimmer mehr. Das wird also eine Nacht, die wir nicht im Bett verbringen werden. Doch wir wussten ja, worauf wir uns eingelassen haben, als wir zum Arktischen Ozean gereist sind.
Das gehört alles dazu. Die hiesigen Menschen machen sich nichts daraus. Warum also wir? So ist das eben hier. Als sich der Sturm legt, ist es schon Nacht. Man könnte unter der Mitternachtssonne durchaus fliegen. Der Pilot ist nun aber schon nach Hause gegangen. Ich bin ohne Nachtquartier und weiß nicht wohin. Schließlich rät man mir zur örtlichen Sauna am Strand des Pyhäsees. Auf Reisen ist ständig die Rede davon, dass es in jedem Dorf eine gute Sauna gibt. Hier wieder das Gleiche. Hier soll es eine Sauna geben. Sieht aber nicht danach aus. Aber man muss es probieren. Doch, du kommst mit. Also gut. Also hier ist es ja richtig warm. Immer nur herein. Tür zu. Wenn du fertig bist, fangen wir an und machen Dampf. Die Linse wird wohl geschlagen. Das brennt ja richtig. Putz die Linse. Nur weiter mehr Dampf. Hier gehen wir nicht mehr weg. Das ist ja ein finnischer Saunaofen. Wissen Sie, zur Zeit der Lager sind hier teilweise Dinge geschehen, die man geradezu als einen Sieg des Christentums bezeichnen kann. Das hier war nicht irgendein Lager. Sehr viele Bischöfe und Priester wurden hierher gebracht. Es waren sehr viele Christen hier, sowohl einfache Gläubige als auch Geistliche. Sie zeigten sich genauso standhaft wie vor langer Zeit die Märtyrer. Sie sagten sich nicht vom Glauben los, obwohl sie dadurch bessere Haftbedingungen gehabt hätten oder vielleicht sogar freigekommen wären oder gar nicht erst ins Lager hätten kommen müssen. Von daher bedurfte es keiner Reinigung. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Entschuldigung, ich wollte nicht, es war nur eine Frage. Dieser Ort strahlt Heiligkeit aus. Vater Januari hat mich eingeladen, den Gottesdienst zu besuchen. Nach der Oktoberrevolution im Jahre 1917 änderte sich das Klosterleben von heute auf morgen. Im Kloster wurde ein Arbeitslager für politische Gefangene gegründet. Im Laufe von 16 Jahren kamen dort etwa 50.000 Gefangene ums Leben. In den vergangenen 60 Jahren nach dem Gefangenenlager wurde die Festung restauriert. Die Arbeiten dauern noch immer an.
Der Glaube hat in diesem Land eine erstaunlich große Macht. Siebzig Jahre lang war Religion verboten. Doch jetzt ist sie wieder auferstanden und stärker als zuvor. Beten soll für den Menschen angeblich gut sein. Es hilft dabei, zur Ruhe zu kommen und nachzudenken. Ich will mehr wissen über die düstere Geschichte der Insel und treffe mich mit dem Schriftsteller Juri Brodsky. Er ist der Geschichte der Straflager nachgegangen. Brodsky will mich auf dem höchsten Punkt der Insel, dem Sikirnaya-Hügel, treffen. Zum Berg Sikirnaya. Der Donner ruft, da lang. Die Besonderheit dieser 1862 erbauten Kirche ist der Turm, der als Leuchtturm dient. Unter dem Kreuz befinden sich die Linsen des Leuchtfeuers. Beim Aufstieg auf den Hügel ziehen Gewitterwolken auf und die Natur verdüstert sich. Guten Tag. Am Himmel grollt es schon. Das kann uns nur recht sein. Ja, sicher. Sagen Sie bitte, was hat es mit diesem Ort auf sich? Man bekommt ja Angst hier. Aus irgendeinem Grund wird mir richtig bange. Ihre Reaktion ist ganz richtig. An dieser Stelle nimmt die Geschichte der Solowetski-Inseln und des hiesigen Klosters ihren Anfang. 1429 überfielen hier zwei Jünglinge, die von ihrer Erscheinung her an Engel erinnerten, die Frau eines karelischen Fischers und verprügelten sie. Dabei verkündeten sie, dass das Land künftig Mönchen gehören werde und die hier lebenden Menschen es zu verlassen hätten. Und deshalb wurde hier eine Kirche errichtet. Zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde die Kirche errichtet. Und die Legende davon, wie die unschuldige Frau geschlagen wurde, hat die gesamte Geschichte der Solowetski-Inseln mitgeprägt. Welchem Glauben hingen die Menschen hier zuvor an? Sie waren Heiden. Obwohl, eigentlich weiß man es nicht genau. Diesen Ort umgibt viel Ungewöhnliches, vor allem in energetischer Hinsicht. Wenn jetzt das Gewitter kommt... Nein, das zieht an uns vorüber. ...werden Sie sehen, dass die Blitze immer genau im Berg Sikirnaya einschlagen. Wenn man das vom Weltall aus aufnimmt, sieht die Region auf dem Bild orangefarben aus. Ringsum ist der Himmel grau-blau, hier aber orangefarben, weil hier Energie freigesetzt wird. Irgendein energetisches Feld. Gut, hier haben Heiden gelebt. Dann kam der orthodoxe Glaube, schließlich die Sowjetunion. Und was war dann? Viele Menschen waren Gefangene im Solowetski-Kloster. Das war ein Gefängnis? Das ist es ja gerade. Die Gefängnisse waren tatsächlich direkt im Kloster untergebracht. Und was war da so schrecklich? Wurden die Insassen geschlagen? Das auch, aber vor allem wurden sie moralisch gefoltert. Moralisch, verstehe. Man ließ sie auch frieren und hungern. Hier hat man in den 1920er Jahren ein Rundbeet angelegt. Es ist fast nichts davon übrig geblieben, nur dieser Kreis. Sie brachten je 5 Gefangene an diesen Ort. Wir sind jetzt zu viert hier. Und dann schossen die Wärter von dort in unsere Richtung. Die Erde, auf der wir gerade stehen, ist blutdurchtränkt. Daran gibt es keinen Zweifel. Es gibt viele Zeugen. Moment mal, hier wurden Menschen erschossen? Ja, genau. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Zur Sowjetzeit wurden Gefangene getötet. Weiter unten gab es Gruben, da hat man sie anschließend hingebracht. Das Ganze war völlig unlogisch, weil man dann die Leichen erst wieder herausziehen musste, um sie fortzuschaffen. Das war alles ganz unsinnig. Aber genau hier, wo damals die Frau geschlagen wurde, fanden später Massenmorde statt. All das ist genau hier passiert. Allerdings weiß das kaum jemand. Hier finden Führungen statt, aber diese Dinge werden nicht erzählt.
Hier in dieser Kirche waren sowohl im unteren als auch im oberen Geschoss Arrestzellen untergebracht. Es war ein Gefängnis innerhalb des Lagers. Sie haben die Menschen gezwungen, auf Stangen zu sitzen. Das wurde hier im Solowezki-Lager erfunden. Die Menschen mussten 18 Stunden lang auf diesen Stangen sitzen. Wenn du das durchhältst, hat man ihnen gesagt, dann bleibst du am Leben. Aber natürlich hielt das niemand durch. Natürlich sind sie alle heruntergefallen. 18 Stunden lang? Ja, sie sollten 18 Stunden lang stumm dasitzen. Das war sinnlose Folter, ohne Sinn und Zweck. Aber das ist wirklich so passiert. Es existieren noch Berichte von Kommissionen, die das alles kontrolliert haben. Wo waren denn da die Mönche? Als das Lager entstand, beantragten vor allem die jüngeren Mönche bei der Verwaltung, im Lager bleiben und mitarbeiten zu dürfen. Diese 112 Männer blieben also im Lager. Sie dienten Gott und zugleich der Geheimpolizei. Sie trugen eine Lageruniform, Feldblusen und Hosen im Reithosenschnitt. Es gibt ein Foto, auf dem sie in dieser Uniform auf Pilzsuche gehen. Ihr Wunsch in dieser Situation, um jeden Preis zu überleben, ist tragikomisch. In mancher Hinsicht komisch, aber letzten Endes doch äußerst tragisch. Später wurden sie ebenso vernichtet wie alle anderen. Aber heute will man im Kloster von all dem nichts mehr hören. Wenn man damit anfängt, macht man sich unbeliebt. Ich höre ihnen zu und bin irgendwie verwirrt. Ich befinde mich an einem Ort, an dem Menschen gequält, geschlagen und ermordet wurden. Und genau da steht auch eine Kirche. Eine Kirche ist nicht die schlechteste Art, an Menschen zu erinnern. Das sage ich ja nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Die Menschen müssen irgendwie sehen, wie sie zurechtkommen. Sie haben gar keine Zeit, sich mit allem zu befassen, was geschieht. Und so treten wir immer wieder auf den Rechen, der uns dann ins Gesicht schlägt. Wir schaffen es nicht, immer gut zu sein. Wir alle sind schuldig. Aber wir müssen Reue zeigen und sagen, ja, das war schlecht und wir werden so etwas nie wieder tun. Hallo, ich heiße Wille und dieses Programm heißt Eine Sommerreise am Polarkreis. Ich werde den Norden Russlands durchqueren und dabei Völker und Natur kennenlernen. Oh, da kam wohl ein anderes Boot noch. Ich bin auch schon früher durch Russland gereist, aber jetzt nehme ich mir das allergrößte Abenteuer vor. So viel Angst hatte ich schon lange nicht mehr. Ich werde zu Land, zu Wasser und in der Luft gewaltige 6000 Kilometer zurücklegen. Von Murmansk bis zur Beringstraße. Ein waghalsiges Abenteuer. Willkommen zur Reise. Preiselbeeren. Hier gibt's sie. Sind das Preiselbeeren? Wer kennt sich aus Ossi? Sind das Preiselbeeren? Vor 2 Tagen begann meine Reise an der finnisch-russischen Grenze. In Murmansk konnte ich den Atomeisbrecher Lenin besichtigen. Ich verbrachte den Abend mit Geschäftsleuten, die einem Motorradclub angehören. Und am Lowosserosee wurde ich Teil eines Bärentanzes. In der Nacht darauf bin ich mit der Kirovbahn gen Süden gereist. Und von jetzt geht es mit dem Schiff weiter. Willkommen auf den Solowjetski-Inseln. So ein tolles Mädchen. Am frühen Morgen komme ich in der Stadt Kemi an der Weißmeerküste an. Das Frühstück am dritten Reisetag nehme ich in einem bescheidenen Gasthaus ein. Im Sommer füllt sich die kleine Stadt Kemi mit Touristen, die zur Klosterinsel Solowjetski wollen.
Wegen der großen Nachfrage sind die Passagierschiffe bereits ausgebucht. Um nach Solowjetski zu kommen, muss ich mir ein Boot mieten. Das Weiße Meer. Ein sonderbarer Ort. Der Gezeitenunterschied macht hier bis zu 3 Meter aus. Das Meer ist also immer in Bewegung. Mit ein bisschen Glück kann man hier einen Weißwal sichten. Das Wetter ist sehr unbeständig. Das ist also das Weiße Meer. Die schiffbare Zeit auf dem Weißen Meer dauert von Juni bis Oktober. Im Winter werden Flugzeuge eingesetzt. Die Natur ist vielseitig. Dutzende von Fisch- und Seevogelarten sind in dieser Eismeerbucht zu Hause. Der Weißwal oder Beluga kommt im Sommer in das warme Weiße Meer, um sich zu paaren und zu gebären. Die 6 Solowjetski-Inseln bilden die größte Inselgruppe im Weißen Meer. Sie gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Klosterinsel von Solowjetski wird jährlich von Zehntausenden Pilgern heimgesucht, die Russlands höchste Kirche bewundern wollen. Nach einigen Stunden erscheint am Horizont das Bild, das auch auf dem 500-Rubelschein zu sehen ist. Die Klosterburg Solowjetski. Sieht schön aus von hier aus. Das Kloster wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts gegründet. In seiner turbulenten Geschichte wurde es oft belagert, bombardiert und erobert. Während der sowjetischen Herrschaft nahm der Staat das Kloster in Besitz. Seit den 1990er Jahren wohnen wieder Mönche hier. Mich interessiert, weshalb seinerzeit auf dieser abgelegenen Insel ein Kloster gegründet wurde. Die Moskauer Kirchenverwaltung hat versprochen, dass der Leiter des Klosters mich empfangen würde. Ich muss sagen, es ist unglaublich schön hier. Das finde ich auch. Können wir ein wenig herumlaufen und uns umsehen? Bitte sehr, natürlich. Warum hat man damals beschlossen, ausgerechnet hier ein Kloster zu bauen? Geht von dem Ort eine besondere Energie aus? Die Heiligen Sassima und Savatthi suchten damals nach einem Ort für ein Kloster. Sie waren die Ersten, die sich hier niederließen. Dabei folgten sie, wie wir sagen, dem Ruf Gottes. Sie handelten nach seinem Willen. Sie gingen einfach, wohin ihr Herz sie führte, und ließen sich nieder. Sie waren allerdings auch sehr erfahren. Sie stammten aus dem Norden und kannten sich mit der hiesigen Natur und auch mit Holz gut aus. Dennoch haben sie kein besonderes Gebäude errichtet. Sie hatten praktisch nur eine Waldhütte aus Reisig. So hat es angefangen. Wie ist es hier im Winter, wenn der Wind pfeift? Der Winter ist für uns eine besonders spirituelle Zeit, auf die wir uns freuen. Der Sommer ist mit viel Arbeit verbunden, vor allem wegen all der Gäste, die wir hier empfangen und wegen der Pilger. Wir wissen natürlich, dass das eine heilige Sache ist. Aber es ist auch sehr arbeitsintensiv und so bleibt weniger Zeit zum Beten, zum Alleinsein mit Gott, für geistliche Lektüre. Im Winter kommen keine Pilger. Dann verbringen wir die Zeit hauptsächlich mit Gottesdienst und Andacht. Natürlich haben wir auch sonst noch zu tun. Wir müssen ja alles instand halten. Aber es ist viel weniger als im Sommer. Und wir haben dann viel mehr Zeit für geistliche Angelegenheiten. Was war hier zu Sowjetzeiten? Doch kein Kloster, oder? Nein, kein Kloster. Hier wurde das sogenannte Solowjetski-Lager zur besonderen Verwendung errichtet. Genau auf dem Klostergelände? Auf dem Gelände des Klosters und aller Einsiedlerklausen. Erst seit 1992 gibt es hier wieder ein Kloster. Ich weiß ja nicht, aber ich denke mir,
Die Kirche steht doch für gute Worte und guten Willen. Und dann diese Lager. Musste der Ort nicht irgendwie davon gereinigt werden?